Ich bin Malisa, komme aus Berlin und man kennt mich vielleicht aus der Sendung Temptation Island, die ich zusammen mit meinem Ex-Freund Fabio gemeistert habe. Ich erwarte, dass wir heute uns endlich aussprechen. Ich bin Fabio, 27 Jahre alt, komme aus Berlin und habe die Hoffnung, dass ich mit ihr trotz der Trennung eine Freundschaft behalten kann. Wir haben stundenlang, tagelang immer geredet, er hat bei mir übernachtet, wir haben gekuschelt. Wir haben uns auch geküsst, aber es ist sexuell nichts gelaufen. Und irgendwann hatten wir Sex. Der war scheiße. Und wir dachten so, scheiße, das kann doch nicht sein. Dann habe ich ihm eine offene Beziehung vorgeschlagen. Und was gibt's besser als eine offene Beziehung? Dann probieren wir das aus, ja? Also die Regeln in unserer offenen Beziehung waren auf jeden Fall, dass man halt einen One-Night-Stand hat und er aber immer ehrlich zu mir ist. Sie konnte das führen, ich konnte das führen. Punkt. Ob ich das öfter mache und sie weniger, das ist ein Detail. Ich bin heute hier, weil ich Anja treffe. Ich bin heute hier, weil der Uli, mein Ex-Freund, mit dem ich Anfang der 90er zusammen war, mir noch etwas sagen möchte. Und ihm liegt wohl noch was auf dem Herzen. Nach der Trennung habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Mir ging es gar nicht gut. Freust du dich schon, ja? Auf was? Auf deine Nachtisch. Das ist schon ein bester Gang gewesen. Jedes Mal, dass wir essen gehen, was machst du zuerst? Die Dessertkarte lesen. Wollen wir erstmal essen, bevor wir einen Nachtisch reservieren? Aber weißt du... Du hast mich auch angemerkt, weil ich die Hauptspeise nicht gegessen habe, aber gesagt habe, ich esse das Dessert. Nein. Oh. Das ist auch ein Grund, warum wir uns getrennt haben. Nein, das war nicht der Grund. Das war nicht, weil jetzt spielen wir falsch. Das war nicht Trennungsgrund. Ich habe mich in deine Art verliebt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Person finden konnte, ja, die mir so eine Geborgenheit, Gefühl gibt, dass mir so viel Ruhe gibt und die mir das Gefühl gibt, dass sie da ist, dass sie für mich da ist, wirklich. Also war bei mir auch ähnlich. Na, siehst du. Also ich habe einfach nur mich in deine Art verliebt. Ich habe immer auf die Optik geguckt. Ich wollte immer in eine Beziehung reingehen, wo ich wirklich körperlich auf diese Frau stehe, ja? Und dieses Mal lief zum ersten Mal anders. Wie war die offene Beziehung für dich? Ich glaube, wenn wir guten Sex gehabt hätten, wäre ich niemals eine offene Beziehung eingegangen. Ich werde auch, glaube ich, nie wieder eine offene Beziehung führen mit jemandem. Dein Ding? Ja, ich habe es ja auch vorgeschlagen, ich weiß es ja auch. Es war ja auch an sich in Ordnung. Es hat ja auch nicht, ist ja auch nicht unbedingt der Trennungsgrund gewesen. Ja, das ist nicht unbedingt der Trennungsgrund gewesen. Punkt. Nein, dann war es halt nicht der Trennungsgrund. Ja, eben, danke dir. Nicht unbedingt ist was anderes. Ich hatte schon starke Gefühle für dich gehabt. Aber hast du, glaube ich, nie gemerkt vielleicht, oder? Nicht so ganz. Doch, ich habe es natürlich schon gemerkt, dass du verliebt bist. Aber dass es jetzt so ernst ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ernst war. Weil ich wollte auch später noch mal versuchen, dich zu erreichen. Und Sachen aufzuwärmen sind nie gut. Also da hätte ich dann auch keine Chance gehabt. Nein. Warum?